Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Unsere Destiny scheint gerade relativ happy zu sein, während Faith ein bisschen sad ist, weil unser Badezimmer dreckig des Todes ist. Aber das ist okay. Oh mein Gott. Warum starten wir hier mit einem Tod? Das ist deren Oma jetzt, ne? Die kannten die jetzt nicht so richtig, aber das ist eine miese Brise. Aber daran erinnern können wir jetzt leider auch nichts. Wollen wir einfach mal direkt generieren? Ich denke schon. Es ist die 111. Sei den ganzen Tag traurig. Das ist jetzt nicht so schwer. Ich lasse einfach dann das Moodlet, ne? Also ich meine, ich kann ihr jetzt vielleicht noch dieses krassere geben. So, und dann geben wir ihr traurig. Ja, für 20 Tage, ne? Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Deswegen werden wir das natürlich morgen weggeben. So, auf jeden Fall müsste sie jetzt dann die ganze Zeit traurig bleiben. Ich meine, es ist natürlich nicht schön, aber wir müssen natürlich das sagen, was der Randomizer sich hier denkt. Heute ist Samstag. Ansonsten habe ich, glaube ich, hier nichts vor. So, sie schaut jetzt erstmal traurig Fernsehen. Also ist auf jeden Fall absolut relatable. Ach, süß. Er guckt gerade nach seiner Post. Also, ich finde es immer noch ein bisschen wild, dass wir jetzt hier so ein kleines Meet-Dings haben. Aber solange die nett zu uns sind, ist das okay. Auch wenn sie uns nicht toll finden. Aber es heißt ja nicht, dass wir uns hassen. Wie süß, es gibt einen neuen Meilenstein. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Erster Sieg in Himmel und Hölle. I love it. Das freut mich. Ja, bei dem Wetter ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich hätte sonst gerne ein bisschen Yoga gemacht. Aber vielleicht spielst du einfach mal ein bisschen mit den Püppchen. Ist auch schön. Was mit Mami? Die ist noch komplett am Sleepen. Die muss heute auch arbeiten. 14 bis 22 Uhr ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Zeit. Und wenn wir dann befördert werden, dann können wir auch dann endlich Mixer werden. Das ist ja sehr schön, weil ich sehe sie immer noch eher als Mixerin. So, Girl. Wir haben anscheinend kein Essen mehr. Dann machen wir Frühstück. Wir haben kein Bücherregal, oder? Haben wir... Ach doch. Weil ich würde dann vielleicht so ein Mixenbuch kaufen, weil da muss sie auch nicht raus. Ich weiß nicht, ab welchem Band man dann 2 nutzen muss. Meisterhaft Skifahren, aha. Ich nehme einfach mal Buch 2. Wird schon passen. Ist natürlich schade, dass Roxy gestorben ist. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt nicht mehr so viel mit ihr zu tun, seitdem Justin gestorben ist und sich von uns entfernt hat vorher. Ist halt nur irgendwie wild, dass dieser Part der Familie jetzt einfach tot ist. So. Ist halt die Frage, woran ist sie gestorben? An Altersschwäche. Okay, dann ist es weniger schlimm, meiner Meinung nach. Also es wäre schlimmer gewesen, wenn das jetzt auch durch irgendwas random passiert wäre. Ich finde es so krass, dass das hier dann ja schon Generation 4 dann sein wird, ne? Und wir haben jetzt bald auch Part 50. Das hier ist Part 48 insgesamt gesehen. Ist halt die Frage, ob wir da dann was Besonderes machen vielleicht. Je nachdem, wie weit wir dann auch sind, ne? Ich würde gerne das Buch, würde ich gerne 2-mal kopieren, damit die beiden dann das haben können. Und dann würde ich gerne Schicksal und Glaube veröffentlichen. Also ich weiß, dass es nicht viel geben wird, weil Selbstveröffentlichung und so. Aber ich finde es trotzdem süß. So, und dann kann sie gleich in Ruhe einen Hauch Limette lesen. Peace möchte vorbeikommen. Gerne. Because we love some friends. Ich habe ihr auch privat ein ganz kleines Umstyling gegeben. Aber größtenteils ist sie ja schon unheimlich süß gewesen. Also habe ich da jetzt nicht viel dran verändert. Aber sie ist so eine Mausi. We like some friends. Ach, hier ist auch noch ein Bücherregal. I forgot. Aber gerade wenn sie so traurig ist, vielleicht braucht sie ja auch einfach mal ein bisschen Kontakt mit einer Freundin. Und bei ihr ist auch jemand gestorben. Oh mein Gott. Können wir vielleicht zusammen reingehen? Aber ich finde, dies ist so süß, ne? Ich mag die beiden gern. No, Faith kommt auch direkt dazu. Ich liebe euch. Sie muss ja schon wieder arbeiten. Was ist denn das immer? Girls Day! Warum stehen die hier bei Gewitter draußen rum? Ja, die machen mich ein bisschen fertig. Unsere Mieter sind wild. Och nö. In Mieteinheit 2 taucht ständig ein Geist auf. Ja, sorry, das können wir jetzt gerade nicht machen. Weil sie muss jetzt in 10 Minuten arbeiten. Und die Kinder können das, glaube ich, nicht tun. Ist das normal, dass man die Tür nicht sieht? Oder hat sie sich die verändert? Werden wir ja sehen, wenn wir die dann besuchen. Eventuell. Warum kommt er jetzt hier rein?
Hallo, das ist mein Haus. Warum ist das kaputt? Lol, er repariert das ja. Und sie wischt hier draußen das Wasser, während es regnet. Das ist auch sehr intelligent. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Wow. Wer ist Thor Waldorf? Geh weg. Die macht das hier sauber, meine Mieterin. Oha. Ey, lohnt sich auf jeden Fall Mieter zu haben. Okay, sie hat es nicht fertig sauber gemacht. Ist trotzdem nett. Ach süß, und die gucken jetzt hier zusammen Fernsehen oder was? I love you. Ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die man so mit seinen Freunden machen kann. Wann habt ihr Geburtstag? Oh mein Gott, Sunny. Am Dienstag aber. Ich will aber nicht, dass Sunny zur Seniorin wird. Die ist doch gar nicht bereit dafür. Ey, alle räumen hier auf. Wie süß ist das? Warum gamet er jetzt hier oben? Ich komme gar nicht mehr klar hier. Ja, der Praktikant darf auch eine schwere Aufgabe machen. Level 5 der Unternehmerfähigkeit. Crazy. Hä, aber das ist ja jetzt unser Eingedings. Deswegen finde ich das ein bisschen wild, dass der jetzt hier einfach reinkommt. Aber okay, müssen wir jetzt wohl akzeptieren. Okay, Peace muss gehen. Kann ich auch verstehen. Faith blockt über Gefühle. Oh mein Gott, Girl. I am so sorry. Was mit euren Hausaufgaben eigentlich? Habt ihr noch nicht gemacht? Dann mal ran an den Speck. Und diese Zahndings, das hängen wir übers Bett. Why? Vielleicht schaffen wir es heute ja auch endlich mal zu sagen, ja, Zahn unter das Kissen legen. Wäre mal schön, weil irgendwie im letzten Part habe ich es die ganze Zeit komplett vergessen. Why? Why? Abwasserleck. Warum? Warum tust du mir das an? Ja, so ein Pipi machen funktioniert jetzt schlecht, ne? Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß, dass man das ausstellen kann, aber irgendwie ist es auch gerade ein bisschen witzig. Weil mehr Struggle ist großartig. Brauchen wir in dieser Challenge total. Ich ersetze jetzt das Klo. Oh, das ging schnell. Okay, damit sie auf Klo gehen kann, weil... Das pisst sie sich ein. Das möchte ich nicht. Sie wünscht sich, mit Peace Freunde zu werden. Süß. Ralf Meuer möchte mir helfen. Naja, okay. Er möchte die Sachen hier reparieren. Kann er gerne machen. Kenn dich zwar nicht, aber klar. Dann könnt ihr zusammen noch mal ein bisschen Puppies spielen. Puppies vor allem. Sie kann ihren Zahn nicht mehr drunter legen. Das ist asozial. Aber sie hat doch nochmal einen Zahn. Dann zieh den Zahn raus. Ich will meine Belohnung. Zahn unter Kissen legen und schlafen. Haha. Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Wenn du Glück hast, findest du beim Aufwachen eine nette Überraschung der Zahnfee in deinem Inventar. Ja, ja, ich weiß. Drohende Kündigung? Oh nein, es wurden nicht nur Gewinnwarnungen ausgegeben und Finanzkrisen hervorgesagt, sondern der Job von Sunny ist ebenfalls in Gefahr. Vielleicht kann sie die drohende Kündigung durch harte Arbeit verhindern. Oh mein Gott. Weiß ich nicht, um das Problem der Mietpartei gekümmert hat. Bruder, ich will arbeiten. Ich kann das alles nicht mehr. Warum? Oh mein Gott, Vlad wurde einfach vom Blitz getroffen. Wo sind wir hier? Also, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal sehen solltet, willkommen in der Lucky Legacy Challenge. Oh, Beiges Lama stirbt bald. Wir haben den einfach nie Namen gegeben, ne? Oh Mann. Der Zahn ist verstunden, aber dieses Geschenk heilt alle Wunden. 86 Simoleons. Let's fetz. So, und du kriegst jetzt dieses traurig Dings da weg. Was haben wir eigentlich heute vor? Es ist die 91. Das nächste Festival, das in zwei Stunden stattfindet, wird besucht. Welches wäre das? Ist das heute überhaupt? Also mir wird hier keins angezeigt. Kann aber auch sein, dass das als Pop-Up dann kommen muss. Immerhin scheint heute mal wieder die Sonne. Was, wenn sie einfach mal ein bisschen Getränke mixen übt? So, und wenn sie hier mal sich um die Tiere gekümmert hat, kann sie ja ein bisschen Yoga machen. Weil sie liebt ja Yoga so. Und Destiny braucht irgendwie immer noch ein Hobby, ne? Ich meine, vielleicht übt sie ein bisschen Himmel und Hölle. Das sind auf jeden Fall alle mal ein bisschen beschäftigt. Level 4, juhu! Ja, yeah, 3 Simoleons Tantiem für Schicksal und Glaube. Sie wünscht sich mal wieder ein bisschen Programmieren zu üben. Kann sie gerne tun. Und vielleicht mag Destiny ja auch mal den Himmel beobachten. Ich weiß nicht. Aber irgendwie muss sie sich ja mal beschäftigen. Faith hat auf jeden Fall Spaß. Sie guckt dem Lama zu, während sie hier ein bisschen Yoga macht. Sie ist so eine süße Maus einfach. Ich finde das so cute, dass sie dann auf diesen Hocker steigen, ne? Ich weiß nicht, aber ich lieb's. Diese Welt ist schon echt hübsch, ne? Können Kinder auch von einem Meteor getroffen werden? Ich hoffe nämlich nicht. Das wäre dramatisch. Ich möchte nicht schon wieder Zwillinge haben, wo einer von beiden stirbt. Können wir nicht einmal mal eine Happy Family spielen? Hallo, Stinky. Sie kennt halt niemanden, ne? Faith ist auf jeden Fall sehr sozial unterwegs. Was geht bei euch wieder so? Oh, die flirten ja. Das sind Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt hätte mitbekommen müssen. Warum wollen die mit meinen Kindern plaudern? Lass meine Kinder in Ruhe. Ja, vielleicht ist es gut, dass ich hier keinen Busch oder so platziert habe. Stell dir vor, die würden jetzt hier alle, also, ne? Müsste jetzt nicht sein, sag ich mal. Level 8 der Programmierfähigkeit, Girl. Warum zieht sie eigentlich immer den Pullover an? Sie hat so viele andere Outfits. Oder ist das ihr Kaltwetter-Outfit? Nö.
Hä? Warum zieht sie immer den Pullover an? Also ich finde das schön. Ja? Also es sieht gut aus. Steht ihr. Aber warum zieht sie immer dasselbe an? Sie hat doch extra mehrere Outfits. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Ja, sollte man schon sich beibringen, wie man sich verbirgt. Das war ein vernünftiger Satz. Ja, die wollen irgendwie immer mit der Öms reden. Ich weiß nicht. Ah, nee. Ich will nicht die ganze Bar bewegen. Nur das Getränk, danke. Also ich habe sie jetzt fleißig arbeiten lassen, weil da stand ja vielleicht, kann man dann eine Kündigung verhindern. Wenn sie jetzt gekündigt wird, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Der Geburtstag von Destiny naht. Aber ich denke, das ist dann erst im nächsten Part soweit. Also soweit wollte ich jetzt nicht mehr spielen. Aber dann gibt es wieder, ups, Darling! My favorite part of the Sims-Spieling. Yes, that's how it is called. Ems macht wieder Yoga. Die beiden sind so süß, die reden immer miteinander. Die haben einfach immer volle Leiste und so. I love you. Kann man so verbunden sein? Ich liebe es sehr. Sie geht ins Fitnessstudio in ihrer Pause. Freunde fürs Leben werden. Bitte? Oh, ihr süßen Mäuse. Könnt ihr vielleicht auch ein Selfie machen oder so? Fände ich richtig süß. Ja, also so richtig draufpassen tut ihr nicht. Aber ihr seid Kinder, deswegen verzeihe ich euch. Aber es ist so süß, ne? Oh, ihre Zahnlücke, I love it. Ja, das geht erst recht nicht aufs Bild. Das auch nicht, leider. I love you so much. And we need the photos for the future. Da ist ein Gnom drauf, das wollen wir nicht. Oh, da ist ein Fingerabdruck, das wollen wir auch nicht. Okay, dann sind es leider nur zwei Fotos. Aber es ist trotzdem süß. I like it. Können wir auch hier hinhängen. Könnt ihr dann vielleicht nochmal zusammen Himmel und Hölle spielen? Because this is really cute. Bei so einem guten Wetter muss man das auch mal ausnutzen. In echt ist mir nämlich gerade sehr, sehr frisch. Da würde ich das nicht spielen. Sie ist auch so ein bisschen Gamer-Girl geworden, ne? Hier ist immer alles dreckig. Ich hate es sehr. Oh nein. Warum hat sie Versagensangst? Mausi. Ach, sie ist ordentlich. Süß. Ja, darf sie gerne sein. So viel, wie sie in letzter Zeit putzen muss, darf sie gerne ordentlich sein. Oh, wir haben noch ein bisschen Vermögen bekommen, anscheinend. Weil Jens jetzt auch gestorben ist, also der Mann von Roxy. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, wie viel. Aber man nimmt, was man kriegt. What are we going to do today? It's the 178. Besuche den Wochenmarkt von Hanford und Bagley. Es ist aber Montag. Ich liebe das Outfit so, es ist so süß. Kleine Mausi. Hier, dann let's fetz, ne? Ja, wir gehen alleine. Wir haben eh keine Freunde. Wann haben die auf? 9. Oh, ja gut. Vielleicht kann sie dann ein bisschen joggen gehen oder so. In Hanford und Bagley ist es bestimmt sehr schön, joggen zu gehen. Außerdem macht die das Spaß. Die Kinder sind in der Schule. Also ich finde die Route hier schön. Kann sie mal pieseln gehen? Wieso ist an dem Stand keiner? Aber wenn wir schon hier sind, können wir mal gucken, was sie so anbieten. Englische Creme. Lass mal mitnehmen. Erdbeermarmelade. Ein Glühorb? Was zur Hölle ist das? Schokoladensirup. Das kann man sich auch mal gönnen. Lecky. Sie schnackt hier gerade mit einem. Aber der geht jetzt auch schon wieder. Warum heißen die irgendwie alle Jens? Saskia. Hi. Können uns ja mal vorstellen, weil die sieht eigentlich nett aus. Sie hasst uns. Warum hassen uns immer alle? Kein Wunder, dass wir keine Freunde haben. Also das hier möchte irgendwie keiner führen. Weißt du, sie findet hier Müll und muss ihn erstmal wegschmeißen. Was ist denn mit ihr? In der Bar arbeitet auch keiner. Ja, geh einfach nach Hause. Rechnung. Juhu. Und unser Einkauf kommt erstmal hier rein. Sie kann ja nochmal ein bisschen ihr Buch lesen. Sie muss gleich schon wieder arbeiten. Jawollo. Ja, nee, dann brauchst du auch eigentlich nichts mehr kochen. Ach, naja. Schulprojekte. Ja, let's go. Sehr wichtig und so. Unsere Kuh ist jetzt auch alt geworden. No. Faith mag Beschwerden. Okay. Stimmt. Wir sollen ja noch nach San Myshuno gehen. I almost forgot. Aber dann gehen wir doch einfach mit den beiden hin. Ist auch schon wichtiger als so ein Projekt. Ich würde sagen, die beiden sind Spaßvögel. Nee, aber die beiden sehe ich auch, dass sie zu so einem Festival gehen. Ich liebe ihre Boots ja so, ne? So, dann habt mal ein bisschen Fun. Junge, wie weit ist denn das Klo entfernt? Meine Güte. Ja, sie dürfen gerne Spaßvögel sein. Oh, Peace ist älter geworden. Dann kann ich sie ja direkt schon wieder umstylen. Aber morgen sind wir ja auch Teenager, also von daher alles Tutti. Ja, aber wir kommen jetzt nicht vorbei. Also die haben gerade auf jeden Fall richtig Spaß. Das finde ich süß. Die brauchen auch mal ein bisschen Fun. Ich meine, deren Leben ist schwer. Ja, ich denke, liegen mit 5 in Führung. Ich glaube, das sieht gut aus. Na, was hat sie sich bestellt? Ein Spieß. So, Sunny ist zu Hause. Als ob sie nicht befördert wurde. Ja, ich würde gerne langsam mal gewinnen. Wann kriegen wir denn die Auflösung? Lasst mich in Ruhe.
Yay, wir haben gewonnen. Cool. So, und das können wir alles verkaufen. Und bei ihr auch. Yay. Okay, geht nach Hause. Es ist schon spät, ihr kleinen Mäuse. In Sims 3 würdet ihr jetzt verhaftet werden. So, dann geht alle schlafen. Und dann werden die Mädels ja tatsächlich im nächsten Part zu Teenagern. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Wie gesagt, ich werde Peace wieder umstylen. It's important to me. Ansonsten könnt ihr euch freuen. Ich bin schon richtig gespannt, wie die beiden als Teenager werden. Ne? Aber ich weiß jetzt schon, die werden sowieso wunderschön. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch der Part gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!